Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 16. September. Heute haben wir dabei TikTok, das Apple-Event, CBS All Access bzw. Paramount Plus und Google Pay. Beginnen tun wir ja mit TikTok. Haben wir ja unsere tägliche TikTok-News. Der Deal mit Oracle ist wohl durch und jetzt gibt es ein paar Informationen, wie ist der Deal denn wirklich? Also am Ende des Tages, TikTok behält weiter ihren Algorithmus. Sie machen in Amerika ihr Headquarter auf und zwar nicht nur das Headquarter für Nordamerika, sondern das globale Headquarter. Dafür wird auch eine neue Firma wohl eingerichtet, an der Oracle dann auch zumindest zum Teil auch beteiligt ist. Ja, das ist der Stand der Dinge. Das Ganze wird wohl morgen dann offiziell bekannt gegeben und dann hört ihr natürlich auch wieder hier im Daily was dazu. Jetzt aber zum wichtigen Event von gestern, zumindest für die Apple-Welt. Der Apple-Event September hat stattgefunden und es gab, wie durchaus schon erwartet, keine iPhones. Die wird es wohl in einem separaten Event geben. Gestern ging es größtenteils um die Apple Watch und das iPad. Also, ihr habt, wenn eventuell eh schon alles mitbekommen, aber gehen wir einmal kurz durch. Es gibt logischerweise neue Apple Watch, die Series 6. Neben ganz vielen anderen Krimskrams kann die jetzt hier Blutsauerstoff oder sowas messen. Dann gibt es eine Apple Watch SE, also eine Einsteiger Apple Watch, die aussieht wie die Apple Watch Series 3, wohl mit der Technik der Series 5. Dann gibt es ein neues iPad, also das Standard-iPad gibt es in neu, auch in neuen Farben und genau, auch wieder höher, schneller, weiter, kann natürlich halt auch mit dem Apple Pencil der ersten Generation aber genutzt werden, hat weiterhin ganz normal Touch-ID unten im Rahmen, also gleiches Design. Dann gibt's ein komplett neues iPad Air. Das sieht aus wie ein kleines iPad Pro und ist auch fast genauso groß. Gleiches Design, also mehr oder weniger rahmenlos. Kein Face ID, sondern weiterhin Touch ID. Aber Touch ID ist diesmal im An- und Ausknopf. Eine schöne Funktion, gab es durchaus auch schon bei anderen Herstellern. Eventuell sehen wir das ja auch noch im iPhone 5 als Alternative zu Face ID, das ja durch Corona jetzt nicht mehr so ganz geil ist. Logischerweise überall auch neue Prozessor drin und so, wisst ihr Bescheid. Dann gibt es einen neuen Dienst, Fitness Plus. Das ist so ein Workout-Dienst mit ganz vielen Sachen von Yoga über Strengths zu Meditation und anderen Krimskrams. Den Dienst kann man abonnieren in einem Monatsabo für, glaube ich, knapp $10 oder in einem Jahresabo für $80. Guter Preis. Und das Ganze wird jetzt auch gebundelt als Apple One mit den ganzen anderen Sachen, Apple Music, Apple TV Plus, Arcade und iCloud-Speicher in verschiedensten Varianten. Und ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Für Details könnt ihr euch natürlich wieder jederzeit einlesen. Ein schöner Link zu einer Übersicht von Kashi ist in den Shownotes. Zu guter Letzt noch die Nachricht aus dem Apple-Event für heute. Es gibt die Updates für iOS 14, also wir müssen es nicht aufs neue iPhone warten, wir können direkt mit unseren aktuellen iPhones in iOS 14 starten, dann gibt es iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7, alles wohl heute Mittwoch ab 19 Uhr, dann können die Server glühen und ihr könnt updaten. Aber wir haben ja gerade über Streaming geredet, also mehr oder weniger in dem Apple TV Plus, in dem Paket von Apple One. Bleiben wir gleich im Bereich Streaming. Viacom CBS, das ist ein riesen Medienkonglomerat aus Amerika, die hatten bereits einen Streaming-Dienst und der hieß CBS All Access. Kennen wahrscheinlich die wenigsten hier in Deutschland. Gab es, glaube ich, auch nur in Amerika oder Nordamerika zumindest. Der wird jetzt umbenannt in Paramount Plus. Ist zumindest ein bekannterer Name, auch in der Welt, Paramount Filmstudio. Und damit wollen sie wohl auch nach Australien, nach Lateinamerika und in die nordischen Länder und 2021 halt nochmal weiter in die internationale Welt. Ob Deutschland dabei ist, weiß man nicht, das steht dann nicht drin, aber Paramount ist zumindest interessant für die ganzen Trekkies, bin ich ja nicht dabei, aber so ja, Paramount ist ja Home of Star Trek sozusagen, da wird man bestimmt auch was finden und ja, guckt es euch an, haltet ein Auge drauf. Wenn es nach Deutschland kommt, sagen wir euch natürlich auch Bescheid.
Und wir hatten, glaube ich, Anfang der Woche schon mal Google Pay. Haben wir auch noch eine weitere Google Pay-Nachricht am heutigen Tag, denn die Hanseatic Bank, die ermöglicht jetzt ihren Kreditkartenkunden auch ihre Karte bei Google Pay reinzupacken und dann können Hanseatic Bank-Kunden mit ihrer Kreditkarte auch via Google Pay bezahlen. Kurze Nachricht zum Ende, das war's. Kommt gut in den Mittwoch, bleibt positiv und denkt dran, eure iOS-Geräte abzudaten heute Abend, wenn ihr Bock habt. Aber macht vorher ein Backup, ne? Sagt der Poughkeepsie ja auch immer oft genug und ist auch richtig. Immer Backups machen, erst recht, wenn man updatet, auch wenn es keine Beta ist. Genau, und wenn ihr die Beta gar gemacht habt, dann solltet ihr, glaube ich, euer Beta-Profil deinstallieren. Sonst gibt es da wohl auch Probleme oder es geht gar nicht. Das nochmal als Service-Hinweise nach dem Outro. Bis dann, wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.